Wo sind wir? Überprüfe Aufprallkoordinaten. Du hast für uns deine Familie aufgegeben, deine Kindheit, deine Zukunft. Cortana. Tut mir leid. Der Absturz. Bin okay. Schon vor dem Verlassen der Dawn stimmte irgendwas nicht. Chief, wirklich. Mir geht es gut. Cortana. Ich wurde vor 8 Jahren in Betrieb genommen. 8 Jahre. KIs degenerieren nach 7, Chief. Halsey. Chief. Wir müssen Halsey finden. Chief, bitte. Sie hat dich erschaffen und kann dich reparieren. Vom Wahnsinn gibt es kein Zurück, Chief. Wenn wir es zurück zur Erde schaffen und Halsey finden, biegt sie das hin. Versprechen Sie einer Lady nichts, was Sie nicht halten können. Wir müssen los! So, liebe Leute, scheint nicht so, als da sind wir wieder. Besser ergangen. Und immer noch neben mir sitzt Dima. Das stimmt nicht. Okay, dann darfst du jetzt aber auch nichts mehr sagen. Ja. Nein, ey, okay, wir sind gerade mit diesem fucking Schiff abgestürzt, wie wir sehen. Und meine Fresse. Wo sind wir denn? Wir sind jetzt auf diesem Metallplaneten, den wir in der letzten Folge am Ende noch ganz kurz gesehen haben, beziehungsweise mitbekommen haben, dass es ihn gibt. Ich finde diesen Spruch so kitschig von Cortana. Versprich, im Original sagt sie ja, don't promise a girl something you can't keep oder so. Ja. So, versprich einer Lady, hier wurde es halt mit Lady übersetzt, versprich einer Dame nicht, was du nicht halten kannst. Es ist so, oh. Aber er kümmert sich jetzt um sie. Ja. Und wir sind alle sehr invested aber in her life. Was ist mit ihm hier? Er hat es auch verdient. Naja, okay, nein, wahrscheinlich nicht. Aber wir so... schön Ragdoll wieder rein. In die normale Pose geht. Kannst du eigentlich diese die Ragdolls so rumkicken? Bestimmt. Versuchen wir das. Das hat er sich... Oh Mann, okay, ja, es funktioniert. Was haben die eigentlich immer auf dem Rücken, die Typen? Das weiß ich nicht. Ich denke mir immer irgendwas zum Atmen. Das ist wie so eine Schildkröte, irgendwie ein Teil davon. So ein bisschen. Ich finde sowieso das Design sehr strange. Die sehen auf jeden Fall so gut aus wie nie im Vergleich zu Teil 1, 2 und 3. Obwohl, ja. Ich habe den zweiten Remaster noch nicht gesehen. Vielleicht sehen die da auch nochmal irgendwie cooler aus. Da sehen die echt Hammer aus. Alter. Schön abgestürzt hier. Also ich finde schon, dass sie hier doch ein bisschen was mit Rauch gemacht haben. Das fehlt heutzutage so ein bisschen. Das erinnert mich auch wieder an Unreal, den Anfang von Unreal, wo man in diesem abgestürzten, also klar, sehr viel Basic-mäßiger so. Nicht so viel Vegetation und was. Aber ich kann mir vorstellen, dass damals im Jahre des Herrn, 1998 oder wann auch immer, ist das schon so, ja, krass. Ja. Oder 97, wann auch immer Unreal 1 rausgekommen ist. Eine schwache Übertragung im Hochfrequenzbereich. Allianz? Glaube ich nicht. Ist ein anderes Muster. Versuche, die Position anzupeilen. Ich finde, es ist so strange. Er antwortet auf alles. Das hätte er früher nie gemacht. Mhm, ja. Also das gleiche Ding. Was zum Geier ist das? Und wir haben neue Designs. Ist das die PlayStation 5? Wahrscheinlich. Okay. Ich meine, die Designs... Genauso groß und laut wird sie sein. Alles klar. Supercomputer. Kann keine CDs abspielen. Terra, genau, ja. Hat kein Blu-ray-Laufwerk. Aber 80.000 Teraflops. Ja. Ich bin mir auch echt nicht sicher, was wir hier für Gegner haben werden. Sogar noch in einem Stück? Ach, der gute alte Buggy. Den wir auch gleich fahren dürfen. Oh yeah. Bist du geteased? Der sieht echt genauso aus wie in 1 irgendwie. Also klar, die haben die nie geändert. Vor allem, es kam ja aber immer mehr dazu. Ich meine, das ist hier der Standard-Buggy mit der MG oben drauf. Im zweiten Teil gab es ja dann noch das Gauss-Gewehr. Gauss. Und eine Railgun oder was? Ja, genau. Und es wird dann immer mehr. Die haben aber seit dem ersten Teil hatten die schon mehrere Versionen von dem Ding, aber nie genügend Zeit, die einzubauen. Und die kamen dann erst so mit jedem Teil.
Das fand ich ganz interessant. Ich mag auch, wie der sich fährt und so. Klar, man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen, okay, wo gucke ich hin? Aber man kann die schon irgendwann ganz geil fahren. Klar, sie sind ein bisschen... Zielen und fahren, das ist schon cool, was sie damals damit gemacht haben. Ja, und halt auch hier, wenn man LT drückt, kann man das Ding und verliert der Grip und er driftet. Ja, ja, das mit dem Driften, das war echt immer witzig irgendwie. Hier, wo geht's lang? Ach, da. Ja, ja. Total lustig. Dieses seltsame Signal. Ich weiß auch noch, in Halo 3 hatten sie eine ganz neue Wasserphysik. Oh. Damit Sachen auf Wasser schwimmen können und so. Okay. Stimmt, da schwommen ja auch die Körper auf der Oberfläche zum ersten Mal. Was so ein bisschen strange war vielleicht, aber das ging schon voll klar. Bam. Okay, fahren wir hier durch. Müssen wir euch kaputt machen? Lassen wir wollen alle nur zum Winterschlussverkauf. Ich verstehe. Ich mag Spiele, in denen man die Projektile sehen kann. Nicht diese ganzen Hitscan-Dinger. Ja. Deswegen mag ich auch ich weiß nicht, wo ich Battlefields Ballistik-System im Vergleich zu Call of Duty. Also man kann die Kugeln theoretisch sehen, die dann aus deiner Waffe rausfliegen. Du könntest theoretisch... Also ich habe teilweise echt so das Gefühl, dass ich die Kugel sehen kann, wenn ich abgesnipert werde, direkt frontal, wenn ich so drauf gucke, dann kann ich die Kugel sehen, wie sie auf mich zukommt. Also, ja. So, wir bleiben kurz in Deckung. Ja, Halo ist da sowieso, die haben, so was Kugeln betrifft, ich habe mal im Multiplayer, haben wir uns an eine Karte gestellt, die relativ ebenerdig ist, und haben mit zwei Raketenwerfern so aufeinander gezielt, dass die Raketen sich in der Luft zerstört haben. Ja, dass das ging, ist halt fantastisch gewesen. Mhm. Vor allem Halo hat ja mittlerweile auch diesen total krassen Spectator- bzw. Replay-Modus und dich frei auf der Karte und in Slow Motion bewegen kannst. Alter. Und halt auch Screenshots und so und eigene Filme schneiden. Das, theoretisch. Das ist cool. Das ist so wie das, was Counter-Strike hat. Dieses, wie nennt sich das? CSTV oder was? Ich weiß nicht, wie das heißt. Okay. Aber auch, das hat auch so. Das hatte eins der ersten Spiele war Counter-Strike 1.6, wo das halt so richtig, so einen richtig gezielten E-Sport-Replay-mäßigen Modus hatte. Mhm. Wo du Matches einfach auch beobachten konntest als Spectator. Und ja, vor allem, dass der das halt auch immer im Hintergrund aufnimmt, immer. Und du kannst es dir dann speichern. Genau, so Demos eigentlich, so wie halt. Ja, und halt, ich bin da bis heute echt fasziniert, dass sie da auf einem diesen Detailgrad, also wirklich alles und dann super slow und nah ran und checken, das ist echt heftig. Vor allem, dass sie diese Informationen so speichern können. Mhm. Wenn wir eines der Allianzschiffe kapern wollen, müssen wir erst herausfinden, wo sie landen werden. Ich sag schon mal, du hast dafür keinen Plan. Wir könnten sie einfach nett fragen. Fragen ist nicht gerade meine Stärke. Ja, und reden auch nicht, aber dennoch machst du das Maul die ganze Zeit auf. Ah, dieser Master Chief. Sie ist ja wenigstens noch so, wie sie damals war, aber er labert mir jetzt ein bisschen zu viel. Grundlos. Charakterisierung. Ja, brauche ich nicht. Nicht bei ihm. Ich bin er. Ja, eigentlich, ja. Das ist der Vorteil bei Protagonisten, die nicht sprechen, so wie Link oder Gordon Freeman. Ja. Wenn Gordon Freeman in Half-Life 3, wenn das irgendjemand raus, also irgendjemand mal rauskommt, wenn der anfängt so zu labern. Ja, das wäre auch nicht cool. So, Schild ist weg. Jetzt zack. Ah, okay. Das ist ja fantastic. Das heißt, man muss die ganze Zeit Waffen wechseln. Im Grunde ja, also es ist sehr viel hin und her geswappe von Waffen. Deswegen finde ich Halo auch interessant, von dass du. Habe ich auch schon in vorherigen Teilen gesagt, du hast eine Hierarchie bei Gegnern. Du hast nicht, und die haben natürlich auch unterschiedliche Angriffe, aber zum Beispiel, wenn man einen Eliten zerstört, sind die Kleinen drumherum erstmal kurz führungslos und wissen nicht, was sie tun sollen. Okay, ja, das ist cool. Und dann ist halt die Frage, okay,
habe ich weniger Waffen auf mich gerichtet? Oder schalte ich erstmal die Großen aus? Naja. Also an sich, ich muss sagen, von 360-Spiel, ich müsste jetzt mal nebeneinander sehen, ob sie nicht da tatsächlich was gemacht haben. Es sieht schon echt cool aus noch. Also, die Texturen sind so ein bisschen, ja, wenn man nah rangeht, manchmal so. Ja, aber das habe ich schon echt schlimmer gesehen, auch bei heutigen Spielen. Das mag sein, ja. Aber es ist alles scharf und so. Ich meine, wir spielen das hier auf einem 4K-TV. Ja, gut. Alter. Okay, der hat so ein Schwert. Der hat, der Master Chief hat ja so Jetpacks auf den Schultern oder sowas. Also der hat so zwei so Teile irgendwie. Ja, der hat so eine Art, keine Ahnung, Triebwerke oder was. Hat er die schon immer gehabt? Oder der hatte schon immer was auf den Schultern, aber eher. Wie das meinst. Platsch. Weil das sieht für mich aus wie so ein Jetpack von diesem Doom-Gegner, diesem Skelett. Okay. Wie heißt der schon wieder? Revenant. Ja, dieser Rocket-Launcher-Typen. Entweder ein Raketenwerfer oder ein Jetpack. Alter, wie weit der fetzt? What the fuck? Was war das denn gerade? Physics. Und dieses Fadenkreuz, ey. Der halbe Bildschirm, fucking Fadenkreuz. Ja. Das ist Konsolenshooter. Davon willst du nichts wissen, ne? Ey, Mann. Ich muss sagen, ich bin ja mit Unreal Tournament aufgewachsen, wie du sicherlich gemerkt hast. So. Ja, bis ich dich dann kaputt gemacht habe. Ja. Naja. Ja, gut. Naja, schon. Das ist eine Match. Ja, von zwei. Ich musste ja auch erstmal reinkommen in dieses Unreal Tournament. Ja. Ich habe das ja nicht so oft gespielt. Sprich, ich habe den dritten auf Konsole gespielt. Das ist auch eins dieser Spiele, wo man die Projektile sehen kann und wo ich das so geil finde, dass man halt einfach in den Lauf schießen muss. Es gibt keine Hitscan-Waffen. Du musst halt echt so ein bisschen, ja, vorausschauen, wo der Gegner sein wird. Ja. Und dann halt dahin schießen, wo er sein wird. Oh, der ist unsichtbar, der Wichser. Ja, so. Aber nicht mit mich. Jetzt mal checken. Was ich nie verstanden habe, ist dieses Schwert bei denen. Mhm. Weil es wird alles unsichtbar, bis auf dieses Schwert. Und wer hat dieses Schwert? Immer die Leute, die unsichtbar sind. Klar, es macht Sinn, damit man das nicht ganz unfair ist für ein Spieler, aber prinzipiell macht es doch keinen Sinn, unsichtbar zu werden, nur dass man da so ein fliegendes Schwert sieht. Ich finde es sowieso irgendwie... Also. Wenn man selber unsichtbar wird, dann werden ja nicht die Klamotten unsichtbar vom Ding her. Alter! Platsch. Alter, One das hit. Hier ist ja auch gerade echt so ein bisschen... Okay, jetzt war hier plötzlich ein Checkpoint. Okay. Danke, Halo. Halo ist auch eins dieser Spiele, wo Checkpoints ab und an nicht gezählt werden. Okay. Das ist echt ein größeres Problem. Oh, shit. Da ist er. Hallo. Ach, die kleben diese Granaten. Ja, das ist ja frech. Die Plasmagranaten kleben. Oh, okay. Hast du jetzt auch dieses Ding? Das kann ich mir jetzt nehmen. Wo ist es dann? Tja, offensichtlich nicht. Ist das in der Weltgeschichte vor... Ah, ne, hier liegt das. Okay. Das, im ersten Teil konnte man die noch nicht nehmen. Da gab es die zwar bei vereinzelten Gegnern, die auch... Stimmt. Das weiß ich noch, wo das so mega geil angekündigt wurde für Halo 2. Dann so, ja. Boah, die gibt's im Multiplayer jetzt. Dann haben alle die Dinger benutzt. Ich werde vom Anzug ein Software-Update draufspielen. Ach, dafür brauchen wir jetzt X. Panzerungsfähigkeiten? Was sind denn Panzerungsfähigkeiten? Wir werden unsichtbar. Da ist dieses Phantomsignal wieder. Aha. Okay. Okay, Panzerungsfähigkeiten heißt, okay. Aber bei dir wird das Schwert auch unsichtbar. Ja, das wundert mich jetzt dann doch ein bisschen. Sollte ich gerade Lügen erzählt haben? Nee. Bin ich mir uneinig. Wächter. Die Wächter. Ach, das sieht echt... Also ich muss sagen... Ich könnte mir vorstellen, dass du es auch so im Trailer gesehen hast. Also so ja. Mit dem Licht und so. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon, das siehst du sonst nie in der Qualität dann. Das siehst du immer nur im Trailer so. Ja. Und dann ist es... Typischer Trailer-Shot. Ja. Und dann ist es einfach nur so ein Raum, wo du durchläufst, so hier. Naja, aber es sieht wenigstens so aus wie im Trailer. Darauf will ich hinaus. Eine Konsole.
Eine Konsole. So, was sie auch immer haben mit Konsolen in diesen Halo-Spielen. Hier ist alles immer Konsolen. Halo ja. Wird. Ich meine, was bei Doom der Schlüssel ist, ist hier vielleicht die Konsole. Ja, so auf mäßig. Jeden Fall. Im Dienst der Blutsväter Schildwelt Requiem. Was bitte, was? Zumindest wissen wir, wo wir sind. Was hat sie gesagt? Was war das klug, was sie gesagt hat? Sie hat, glaube ich, gesagt, wo wir sind. Requiem sind wir. Planet Requiem. Gibt es einen unkitschigeren Namen für einen Planeten? Wohl kaum. Naja, wahrscheinlich ist es das. So wie der heißt. Ich meine, die Arche in den früheren Teilen war natürlich auch eine Arche, wo halt Spezies konserviert wurden. Okay. Damit sie nach dem Aktivieren der Ringe wieder freigelassen werden, um die Planeten wieder neu zu bevölkern. Sozusagen einmal safen. Mhm. Okay, machen wir das hier. What? Das wären Brücken. Die würde ich mich nicht trauen zu überqueren. Also wirklich? Alter, das machen wir jetzt alle 5 Meter, oder was? Gleich Animation. Oh. Das ist nichts weiter als ein ferroelektrisches Datenfeld. Natürlich. Ihre Schilde reagieren lediglich auf die Aufladung des Raums. Ja, ja, okay. Okay, das ist alles. Das war auch im ersten Teil so, wo die Grafik auch noch schlechter war. Wo das Glas war, aber sehr gut geputzt. Man hat nichts gesehen. Mhm. Und auch hier habe ich mich jetzt die ganze Zeit gefragt. Ja. Ist das Abgrund? Hey du. Immerhin one-hitted das Schwert auch. Ja, wie immer halt. Das hat ja auch so einen Sog. Ach so. Tschüss. Ja. Oh, das, wenn man denn noch ein Schwert hat. Ach, das muss man. Muss sich das aufladen? Oder? Ja, das hat auch begrenzt Ladung. Okay. Aber das kannst du nicht. Das ist halt auch der Nachteil an diesen Plasmawaffen. Du kannst sie nicht nachladen. Also wenn sie leer sind, kannst du sie wegschmeißen. Okay. Das ist irgendwie nicht sehr ökologisch gedacht. Hm, ja. Ich will gern das lange Ding. Den Karabiner. That's what she's. Oh, der hat auch. Die haben alle. Ja. Hat der auch? Ah. Ist das auch neu? Nee, okay. Das ist mein Visier-Zoom. Ah, okay. Okay. Ich dachte jetzt schon. Aim Down Sight, aber das gibt's doch auch mittlerweile bei Halo. Ja, im 5. Teil haben sie es jetzt auch. Natürlich. Die Call of Duty-Sierung des Halo-Lands schreitet voran. Ganz furchtbar. Das geht ja auch. Senkt sich das ab oder geht das hoch? Ach, das geht runter. Das ist gut zu wissen. Man sollte nicht zu lange da stehen bleiben. What? Okay. Der Kartograf sollte bereit sein. Okay, die Infinity ist übrigens ein Schiff, die ähnlich wie bei Star Trek nicht mehr ein Kriegsschiff, sondern einfach nur ein Erkundungsschiff, nachdem der Krieg vorbei ist, versandt wurde. Okay. Nur so zur Einordnung, was diese Infinity ist, und die wollen wir natürlich rufen, weil wir wollen natürlich auch hier wieder runter. Okay. Schön am Beinchen erwischt. In seine Achilles Ferse. Die Schakale finde ich übrigens ganz furchtbar. Schakale? Ja, die heißen so. Die Typen? Ja. Mit den Schilden? Ja. Beziehungsweise die Rasse, das hier ist auch ein Schakal. Die sind so ein bisschen nervig, ja. Die sind so ein bisschen wie die Goblins oder die Orks. Ja, nur dass sie mehr aushalten. Durch diese Schilde, du kommst halt fast nicht durch. Aber hast du nicht noch irgendwo eine Plasma-Waffe, mit der du den Schild erstmal... Ja, aber selbst da halten die gut was aus. Hm. Auch die Farben und Rüstung der Eliten sagen mir immer, wie krass die sind. Ich finde zwar... Es ist sehr bunt, das Spiel auf jeden Fall. Das war es aber auch schon immer. Ja, aber ich finde es hier gar nicht mehr so störend. Ich habe es zwar auch eher realistisch und dreckig, aber hier... Nee, ich finde das ja eigentlich ganz gut, dass es mal endlich so ein Gegenpol ist, eine gewisse Zeit lang. Aber ohne, dass es halt lächerlich wirkt. Ja, genau. Es ist bunt, aber es wirkt nicht lächerlich. Ah, die Teile meinst du. Es könnte tatsächlich sein, dass es so Düsen sind. Ja. Vielleicht, dass er höher springen kann. Das Signal der Infinity ist nicht ortbar.
Oder es sind so heftige Subwoofer. Damit er sie richtige, so eine richtig heftige Bassmaschine da schön Gabba durchpumpen kann, während er alles abballert. Vielleicht hat es irgendjemand noch tiefer als wir geschafft. Der Planet ist hohl? Mal sehen, ob ich einen Weg zu den Kohlen. Merken wir uns das mal, der Planet ist hohl. Nur falls wir uns in 2-3 Folgen fragen, wieso sind wir gerade in dem Planeten drin? Ein hohler, also... Na, der ist gebaut, dieser Planet, natürlich. Ach so, okay. Also, der ist nicht einfach nur aus Metallschrott zusammen. Verstehe. Das haben diese Blutväter sehr gerne gemacht. Einfach Planeten gebaut. Ich meine, Halo, das ist auch nicht das kleinste Ding. Ja, also haben die... Und die haben keinen Bock, Planeten nach außen zu bevölkern. Das ist immer innen irgendwie alles. Das macht aber Sinn, weil durch die Drehung Rotation, hast du eine Fliehkraft. Du hast eine Schwerkraft, in Anführungsstrichen, nur halt nach außen. So mäßig. Nicht viel, sie sollte wohl kolossal werden. Aber das Projekt war bei unserer Abreise noch ein Prototyp. Was? Ich glaube, sie reden von der Infinity. Und... Das ist jetzt gut. Befestigen die Brücke unter uns. Wachsam bleiben. Das ist echt... Hier ist ordentlich... Gegner... Schüssel, Alter. Und bis jetzt sind die Level auch noch sehr, sehr schlauchig. Sind die das normalerweise nicht? Die haben immer wieder so Passagen, wo du doch offener bist. Okay. Und nicht nur... Lauf links, rechts entlang, sondern du hast so ein Feld. Ich weiß nicht, wie lange du Halo 1 gespielt hast. Aber da hast du zum Beispiel am Anfang, wenn du dann auf dem Planeten abstürzt, musst du ja so Kapseln bergen. Und das ist ja eigentlich Open World mäßig, weil du kannst, egal in welcher Reihenfolge. So, was bist du? Ja, ich weiß noch, dass man so auch schon am Anfang von Halo 1 relativ viel offenes Gelände hat mit Fahrzeugen und so. Ja, genau, eben. Und das ist ja, das fehlt hier noch so ein bisschen. Alter, wie ich einfach... Aber man muss sagen, der Impact von den Waffen, den haben sie echt verbessert. Ja, es fühlt sich nicht mehr so nach nichts an, sondern es hat richtig Feedback und Punch durch den Rückstoß. Und das hört sich sogar an, als wäre da mechanische Teile, die... Ja. Das hört sich an wie halt eine, das kann man auch schlecht finden, dass es sich wie eine normale Pistole anhört, ne? Ja. So, der Karabiner, den gibt es auch seit dem ersten. Aha. Der ist auch echt klasse. Das ist eine Sniper. Ah, es ist ein Karabiner. So also, ein richtiger Sniper ist es dann doch nicht. Okay, also so eine Art M1 Garand. Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, ob man das eine Railgun nennt. Vor allem eines der wenigen... Alien-Waffen mit Magazin. Stimmt. Interessant. Wo ist der jetzt hin? Der ist wahrscheinlich nach oben gedackelt jetzt. Alter. Autsch. Ja. Schild down. Das war ja das große Ding im zweiten Teil. Weswegen sie Akimbo eingeführt haben. Dass man sozusagen eine Maschinenpistole in der einen Hand hat und so eine Plasmapistole in der anderen. Okay. Die lädst du auf. Und dann hast du beides auf einmal. Genau. Du machst dann das Schild weg mit dem aufgeladenen Schuss. Hast du ja gesehen, bei mir war es gerade auch komplett weg. Die letzten paar Schüsse machst du dann mit dem kaputt. Alter. Oh. Die Benjis haben sie auch geupdatet. Die sehen deutlich schnieker und futuristischer noch aus. Aber es kann ja auch immer sein, was hat die Allianz selbst entwickelt und was hat sie einfach nur, was benutzt sie einfach nur. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die das so ein bisschen verargumentieren können dadurch, warum jetzt Sachen anders aussehen. Ja, es ist ja auch okay, Dinge abzugraden, wenn sie nicht mehr zeitgemäß sind. Ja. Ich finde es auch okay, wenn sie ja, Episode 7 veränderst du halt das Design leicht. Genau. Oder gibst du ihm einfach nur Details dazu. Ja. Ist ja so eine Frage. Das haben sie ja auch von Halo 1 auf Halo 2 schön gelöst, dass er eben so beschädigt war, sein Panzer, dass er einen neuen bekommen hat. Ja. Das ist Teil. Okay. Whee. Do a barrel roll. Okay. Das funktioniert tatsächlich. Natürlich. Okay.
Zum Beispiel sind diese Banshees, die hatten als eigentlich auch noch so einen schweren Schuss. So eine Art. Ich will da jetzt rein. Sagen wir einfach, wir haben ihn überfahren. Okay. Da geht das Ding aber nicht mit, oder? Das ist ein bisschen zu breit für den Eingang. Du willst deinen scheiß Banshee aber auch echt überall nehmen. Ja. Ich habe jetzt so lange gebraucht. Wie komme ich denn hier raus? So. Okay. Weiß nicht. Geht das? Backbashen das Ding? Oh. Ja, ja. Und jetzt willst du das trotzdem. Entweder geht es jetzt komplett am Arsch. Nein. Oh, das haben sie schon gut gemacht. Verdammt! Da fehlen dir 10 cm an jeder Seite. Kommst nicht rein mit dem Ding, oder? Doch. Oh mein Gott. Okay, ab hier haben wir das Spiel gebrochen. Fuck. Ah, er schweigt einfach aus. Und Das ist ja frech. Das ist richtig frech. Und erst dann geht's weiter. In Halo 2 konntest du echt so ein paar Sachen machen. Da brauchst du echt Skill, dass du an Stellen dir so ein Ding besorgst, wo du es eigentlich nicht hättest bekommen sollen. Okay. Wo es dann halt auch echt, du springst auf den Panzer. Ja, hart, ey. Alter, die Teile sind auch... Oh, das fand ich auch immer eine sehr geile Sache, die sie in Halo 2 eingeführt haben. Dieses, du kannst kapern. Hm, ja, genau. Das war sehr spaßig. Die Typen, die können straighten, die Teile. Ja, ja. So. Wenn man nicht kapern kann, muss man halt wegballern. Ja, das ist witzig, ja. Genau, das sind meine Lieblingsfahrzeuge gewesen. Die sind halt auch cool, weil du kannst dich damit verteidigen. Man kann sich echt sehr frei bewegen mit den Teilen. Ja. Und das ist schnell unterwegs und das ist cool. Ja. Schnell, wendig. Was will man mehr? Ein Panzer. Ja gut, das wäre schon nicht schlecht. Man kann nicht alles haben. Das ist wahr. Oh, oh. Oh, Geschützzone, okay. Drecksviecher. Ja, versuchen wir. Ich versuche den hier wunderbar. Wir wechseln. Mhm. Sieht so ein bisschen aus wie so Skarabäen. Mit den glänzenden Schalen. So. Kann ich mir gut vorstellen, dass so daran gedacht wurde. So, überfahren wir den? Was war das jetzt? War das jetzt, ich springe weg oder ich kaper dich? Zurück. Schwer zu sagen, ey. Können die das überhaupt? Ja, können sie. Ach was. Ja, das sind so Sachen, wo du halt merkst, okay, das sind tatsächlich Gegner und nicht einfach nur KI-Typen, die in eine Richtung ballern. Wir haben gerade allen Bodentruppen befohlen, den Eingang zum Turm über uns zu sichern. Okay. Und das ist ein Problem, nehme ich an. Das ist auf jeden Fall nicht optimal. Nein. Für unsere Zwecke. Ah, die wieder? Sub Optimus Prime. Oh, shitness. Man sollte schon immer wissen, was man hat. Mal hast du was, mal hast du nix und mal hast du. Nee. Mal hast du Glück, mal hast du Pech, mal hat man gar nichts. Genau, also ja, mal hat mal. Du musst immer das machen, mal davor. Ja. Genau. So ist das. Okay. Kenners. So sieht's aus. Alter, der Typ ist auch echt hartnäckig. Er hat's voll auf mich abgesehen. Fuck, ich dachte, ich kriege ihn noch mal geschlagen. So, ey, keine Ahnung, du musst ihm eine Rakete reinballern oder so ein Scheiß, weil der Junge wird nicht aufhören, dich zu jagen. Machen das anders. So. Einfach nur doof, ey. Ja, so, ja. Wo ist er denn? Okay. Hat er sich jetzt dafür entschieden? Nö, okay, dann nicht. Oh, Kamikaze Boy. Nice. Bam. Ja, das Kämpfen macht schon Laune, ne? Muss man ja schon mal so sagen. Das sieht schon cool aus, ja. Schnaps. Das meinte ich hier, du kannst echt ein bisschen wegstehen und das zieht einen dann so dran. Okay, ja, gut. Ich dachte, du meintest so den Gegner nochmal extra nee. Ein. Aber ja, so, man slidet so mit nach vorne irgendwie. Das ist schon nice. In Deckung stehen und man wird geheilt. Call of Duty Logik. Ja, wobei das hier, wie du siehst, echt lange dauert. Okay, ja. Da kann ich... Das ist nicht ganz Bonk, so... Bonk. Ja, wo ist er hin?
Ah. Oh. Oh. Pausers. Oi. Headshot. Auf jeden Fall. 360 No-Scope. Naja, weder noch irgendwie. Genau. Ist schwierig. So, was haben wir hier? Ich glaube, das hier ist so ein reines Scharfschützengewehr. Aber liebe Leute, bevor wir jetzt weitermachen, beendigen wir diese Folge. Yep. Ich freue mich, wenn ihr dabei gewesen wart, bis hierhin. Und wir sehen uns dann zu Teil 3. Und was mit diesem Turm auf sich hat. Wieder. Bis später oder bis morgen. Ciao. Tschüss.